Oh mein Gott. Die haben dich auseinandergenommen. Nicht das schon wieder, nicht das schon. Die haben dich auseinandergenommen. Oh mein Gott. Minecraft-Freunde halten fest zusammen. Freunde für ein Leben lang. Sie sind Minecraft-Freunde. Yeah. Alles klar, ich lasse die jetzt in Ruhe mit Agent L. Agent, wer ist denn Agent? Oh Gott, was ist denn hier los? Alles klar, mit Mr. Gamma, bitte mir folgen. Was? Gambo, du bist auch da drin? Mr. Gamma? Hä? Der sieht aber aus wie Gambo. Mr. Hey. P, wir reden später nochmal. Hä, hey, jetzt! Ich bin Mr. 3,1. Ja. Nein. Kannst du es denn aufsagen? 7938462643. Der hat das auswendig gelernt. Weil ich bin der wahre Mr. P. Guck! Schon wieder jemand in deinen Bunker eingebrochen? Ach, ist, ja, ich weiß nicht warum. Ach man, hast schon gesehen, dass Ben dir geantwortet hat? Die Regeln. Was? Ja, habe ich gerade gelesen. Ich habe erst mal gewundert, warum schreibt er mir einen Liebesbrief? Und dann ist mir eingefallen. Ah, ja. Pass auf, hinter dir. Hinter dir steht eine gefährliche SCP-Kreatur. Der Kreidemann. Das sieht aus wie du. Ich bin viel muskulöser. Stell dich mal daneben. Kein Unterschied, um ehrlich zu sein. Hausdurchsuchungsbeschluss. Assistenz, oh. Das ist meine Wohnung, das ist mein privates Umfeld hier. Darf ich eintreten? Hey, du bist schon eingetreten, bevor du. Oha. Was kann man sich denn hier hinsetzen? Wo ist denn das Wohnzimmer hier? Oh, ein Fliesentisch. Ah, Mr. P, Sie haben extra hier einen Meetingraum für uns errichtet. Sehr cool. Wird jetzt meine Wohnung etwa... Das war mein Hauptquartier. Ist es wie die Wohnung aus Folge 1? Die Wohnung, wo wir uns auf Sächsisch unterhalten und komische Yoda-Lieder hören? Aber, ja, es gibt hier einen Geist. Es gibt hier einen Geist. Echt? Hier spukt's! Ja, hier spukt's. Was ist das für eine Wohnung? Was zahlten Sie kalt hierfür? Na, typisch gute Preise. Die ist immer kalt. 50 kalt. 50 was? 50 D-Mark. 150 Euro Kaution. Das ist ein fairer Preis. Ja, Bett ist auch ganz gut. Lass mal hier Probe liegen. Kann man da drin schlafen? Sieht eher aus, als ob du kollabiert bist. So redest du nicht mit Mr. Omega. Ich bin Mr. 3,14. Ich trinke jetzt deine Suppe. Was? Gibt's hier was zu essen? Mr. P, Sie müssen auch sich mal ein neues Aussehen anlegen. Guck mal, was ist denn das hier? Ich hol mir noch ein cooles Outfit. Sieht ja gar nicht gefährlich aus. Ich hol mir noch ein cooles Outfit. Ein Schaf! Ich hab Hunger. Können wir den da irgendwie auf den Grill packen? Nein! Wir können ihn als Opfer benutzen. Das ist ein Schokoschaf. Among Us, sass. Mungi. Alter, ich wollte nur Mittagessen. Mungi. Lo, ich hab eine Leiche gefunden. Meldi. Report, wir müssen uns alle an den Tisch setzen und diskutieren. Imposter? Ryan war mir die ganze Zeit schon sass, muss ich ehrlich sagen. Sass. Ich bin der Einzige, der hier normal aussieht. Mungi. Ey, was soll denn das heißen? Nix. Mungi, Bruder. Ja. Hast noch einen Mungi-Spor für mich übrig? Du bist kein echter Mungi. Hey, natürlich. Guck dir meine Nase an. Nein, du bist ein Fake-Mungi. Was gibt's denn da zu lachen? Ah, Creeper. Free Gunpowder. Oh mein Gott. Ey, ich bin der hier gespawnt. Mein Bruder! Ich glaube, hier ist ein Creeper-Spawner. Free Gunpowder. Ey! Erstmal eine Creeper-Farm bauen. Ja, was auch? Warum klebt man hier? Da war früher mal mein Fernseher, aber dann haben sie mir den weggenommen. Ich konnte meine Klarna-Schulden nicht mehr begleichen. Ich wollte gerade sagen, da war die Zwangsvollstreckung. Ich mungisiere mich jetzt. Mich mungiert's. Selbst der Geist ist tot, Junge. Das hat ein Geist an sich. Ach so. Ja, stimmt. Aber selbst ein Geist... Oh, du musst mal ins Gym, du bist ganz durchsichtig. Seit ich das Kreatin abgesetzt habe.
Körperfettanteil im Minus. Aber Leute. Einfach Attraktion ist jetzt ein Video. Was? Kam einfach nicht. Keine Fotos, oh keine nein. Fotos. Nein, meine Girlande. Die haben mir so heilig. Mugi, 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 Mugi. Ich bin an einer Leine. Die Junge. Mugi, das. Mugi. Guck mal, ich glaube. Alter. Ich bin schon alleine. Mungi, Mungi. Ey, das ist so ein Fiebertraum. Mungi, 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 Mungi. Mungi! Was ist er denn? Oh mein Gott, es ist der König der Mungis. Mach dich mal. Geh auf den Thron, geh auf den Thron, geh auf den Thron. Auf den Mungi-Thron. Gepriesen sei der Mungi-König! Wieder meine Mungi-Gebrüder! Wir werden den Server an uns reißen! Mungi! Aber wir sind doch alle Freunde! Meine Gebrüder! Lange wurden wir unterdrückt, doch jetzt gründen wir eine Union! Was? Nein, das ist Flo! Nein, das ist Flo! Das ist Flo? Das ist Ryan? Also ich weiß doch nicht mehr, wer du bist! Nein! Du lügst mich so an, Junge! Also das hier... Okay, alle stehen bleiben, alle stehen bleiben! Ich bewege mich jetzt. Das ist Flo. Jetzt weiß ich, Alter, jetzt solltest du stehen bleiben. Jetzt weiß ich noch nicht mehr, wer ist. Junge, das ist wie dieses Spiel okay, mit, so dem, jetzt mit dem Ball jetzt unterm bleiben. Zylinder. Wer ist wer? Das ist Flo hier. Aber wer richtig? Bist du? Ryan, entworf dich, Ryan. Und du musst jetzt rausfinden, wer ist von uns. Okay. Okay. Mugi. Okay, das ist Gambo. Das ist Flo und das ist Logo. Oh nein! Nein! Doch, Logo hatte ich richtig, oder? Logo hatte ich richtig. Echt? Ja. Warte, wir machen den Klassiker. Ryan! Ach, Logo, moin! Und was ist das über dir? Alter, der droppt die Sachen. Oh. So mir jetzt. Oh, was ist das? Was ist das? Oh, ich war fast dran. Mehr Zucker. Du kriegst den nicht mal, ich krieg den die ganze Zeit, aber gut. Ich hab ne Idee. Gleich habe ich du ihn. Du machst das. Jetzt fliegt er zu hoch, da komme ich nicht mehr ran. Alter. Wo ist er hin? Ist weg. Oh, die Fee ist verschwunden. Aber ich habe 2 Zucker bekommen. Benjamin, ich wurde bestohlen. Ist der Hut weg? Ja. Ich bin gebrochen. Ich kann noch mal in einer anderen Kiste gucken. Also nicht weiter weg, aber in meiner Artefaktkiste. Da sind aber auch die Sachen durcheinander. Das muss die Idee habe ich auch, Krieg. Die Fingerabdrücke genommen, Gambo. Ja, ich bin doch dabei. Ich muss bei mir selbst. Ja, lass mich das nochmal prüfen. Ich check nochmal ein paar andere Kisten ab in ein, zwei Außenstellen. Ja, ich brauch's heute eh nicht. Ja, aber ich versuch's dir zu sagen. Außenstellen. Ryan, aus dem Liebesgeständnis mit Ben ist ja nicht viel geworden, außer dass er dich ausgeraubt und dann noch ausgelacht und dann gedemütigt hat und... Hey, nein, ja. Das ist wirklich traurig, Logo. Mach dir nichts draus. Nein, verstehst du dich? Ich dachte, wir kommen zusammen. Alter, bist du ekelhaft. Ja, Ryan, kann ich dich irgendwie aufmuntern? Auch wenn das aus der Liebe da so, na, es ging jetzt nicht so hervor, wie du es dir vielleicht gewünscht hast, aber... Lass doch mal an deinem Geheimbunker treffen und mal drüber reden. Alter, jetzt machst du das auch schon! Ich kann den doch aufmachen! Ich bin neben dir! Warum mach... So. Jetzt, da wir unter uns sind... Muntert mich nicht der auf. Der Brief war einfach nicht stark genug. Mann, der war richtig gut. Voll die Mühe gegeben, ich habe aus dem Herzen gesprochen. Ja, das ist wichtig. Aber es hat nicht gereicht. Was hast du denn hier so? Warum mache ich Wasserflaschen? Jetzt? Betten. Was soll das?
du brichst ja ein, hältst dich nicht an die Roleplay-Regeln und dann gehst du an meine Kisten oder was? Du musst doch mal ein bisschen mehr Commitment für Ben zeigen. Du hast recht, vielleicht soll ich das wirklich machen. Wir könnten ganz viele Fotos von dir machen und die bei Ben aufhängen, wenn er nicht hinguckt. Stimmt. Okay, wie wär's, warte, ich habe eine Kamera dabei und Papier. Aber ich habe nur ein Unsichtbarkeitsschal, das ist jetzt das Problem. Das heißt... Zum Aufhängen, meinst du? Ja, ja, reinschleichen. Und wir müssen diese Rahmen herstellen, die Rahmen müssen wir herstellen. Ja, da guckst du natürlich bei meinen Items, ob ich die Sachen dafür habe, anstatt bei dir zu gucken. Ja, ich komme hier... Ach doch, man kommt hier ja raus. Sorry. Ja, ich habe es ja aufgemacht. Du bist ein Ehrenmann. Ja, das sieht Ben leider nicht so. Das ist eine Badewanne hier. Haben wir Sperma gefunden an Isis Haus? Hast du diese Crow-Haustour gesehen? Nee. Genau so ist das. Oh, jetzt ist der... Was sucht der gerade meine Kisten durch? Junge, was soll denn das? Raus zu meinen Kisten! Was soll denn das? Ich such was. Ich such grad was. Ja, aber was denn? In meinen Kisten? Ja, der Item, was ich von gleich hast du bei mir gerade gemacht, Logo. Stimmt gar nicht. Raus aus meinen Kisten. Das ist mein Eigentum. Das sind meine Kisten. Hast du irgendwelche... Du hast keine gesicherte Tür. Selbst schuld. Hast du lila Blöcke? Ich bin gerade was auf der Spur. Lila Blöcke? Nein. Ja, dann hat die Ryan... Ryan, du hast es. Welche was denn? Blöcke? Hey, mein Haus besteht aus lila Blöcken. Alter, der bricht da auch rein. Ich kann das nicht mehr wirklich. Alter, keiner hält sich an die Regel. Das kann das doch nicht euer gezeigt. Ernst sein. Das hab ich Logo gezeigt. Was suchst du überhaupt? Hier ist nichts. Ich war nicht mal auf dem Server den letzten Tagen. Ryan wird so fertig gemacht. Der Arme. Ich, das ist für mich nicht mehr aus. Der Arme. Ich weiß auch nicht, der Arme. Nee, ist okay. Ich lief das Projekt. Ist kein Ding. Ich lief einfach. Schon zum dritten Mal? Nein, Ryan, nicht dein Haus abreißen. Bitte, Ryan, zerstör nicht die ganze Stadt, bitte, Ryan. Ryan, wir haben schon easy verloren. Wenn du auch noch gehst, dann bricht's mich innerlich. Ja, dann hör auch vielleicht mal auf, bei mir einzubrechen, und meine Kisten zu besuchen. Hast du. Ja, hä, natürlich habe ich das. Hast du es jetzt geklaut? Warum nimmst du das Galena mit? Das ist ein Stack genommen. Du musst nicht immer alles wissen. Warte, halt, stopp. Hast du jetzt ein Stack genommen? Ja, du brauchst nichts. Oder brauchst du was für was? Nee, aber wie wär's damit? Fragen und nicht einfach nehmen, Flo. Aber warte. Ups, warte. Ich bin Flo. Nein. Ich kann das nicht mehr. Ich liebe. Doch. Ich reiß jetzt mein Haus ab. Ja, er muss ja halt abbauen. Also, ein Ziel versetzt. Ja, aber wie bist du da jetzt reingekommen? Wegen RP? Geht nicht. Also morph dich mal und geh mal durch, oder? Ich muss mich nicht morphen, guck. Kannst du auch so komplett runter? Oh mein Gott. Die haben dich auseinandergenommen. Oh mein Gott. Tja, das war's. Der reißt dann gleich Logo alles ab. Logo hat auch schon so provokant gefragt. Ich dachte mir schon so, was hat der wieder davor? Der Playstyle 2 Blöcke. Ich kann das alles nicht. Ich stell schon mal bei alles kommst du raus. Ich komm raus, wett nicht, komm raus. Ja, nein, du klaust jetzt Enderperlen von mir. Nein, ich klaus sie nicht, ich nutze sie. Hä, das ist klauen. Aua! Ist das asozial? Da geht's auch nicht raus. Ryan, guck auf den neuen Mitbewohner. Nein. Ach, nein, ja, ich auch nicht, aber wir sind jetzt hier. Ich komm raus, du nicht. Ryan, was machen wir heute? Was steht heute am Plan? Wir machen heute 24 Stunden im sichersten Bunker Minecraft Freunde 2. Was? Ja, und danach okay. Liebe ich das Projekt, weil meine Freunde mich beklauen. Aber wenigstens sind wir noch Freunde. Das ist gut, dass du es ausgesprochen hast. Hey, Jungs. Alter, wie ist er denn hier reingekommen? Hey, wie bist denn du im RP jetzt hier reingekommen, Logo? kann man da nicht rein? An der Seite abbauen? Jetzt müsste nur Gambo uns versiegeln oben. Aua. Oh, ich hab's. Oh mein Gott. Okay, wisst ihr was? Dann place ich jetzt hier einen Stein, dann kann jetzt hier kein anderer mal rein. Ja, aber hä, Ryan schon. Kann sich von jeder Seite... Ich komme auch in den Bunker rein, Wie denn? Ich komme auch in den Bunker rein. Ich bin aber aufgestanden. Hä? Dann mach den Block, der ist weg. Welchen Block? Ganzen Bunker einfach lahmgelegt. Beide von dir?
Ah, da muss ich aber erstmal eine Ausbildung zum Minenarbeiter machen, weil so einfach kann ich das MRP nicht abbauen. Alter, ich jetzt komm zurück! So einfach kann ich das MRP nicht abbauen, sag da! Du musst ja realistisch bleiben. Das ist Beton, der muss erstmal jetzt. Beton, das ist Beton. Ey, lecker Beton. Das ist Stahlbeton, der muss jetzt erstmal, der muss erstmal ein bisschen austrocknen. Alter, und jetzt wird hier noch mein Rucksack geöffnet. Könnt ihr mal aufhören, mich zu doch beklauen? Ich meine, das war doch nur, ich hab doch ganz reingeluschert. Hast du den Block jetzt abgebaut? Kriege ich meinen Blockzerstörer wieder? Ich hab dann, ah doch, hab ich. Weil du kriegst den mit weniger Haltbarkeit. Oh, oh cool. Ehre. Warte, hier ist deine Leiter. Ey, warum ist meine Leiter weg? Ey, jetzt haben wir so ein Spiel. Ey, ach Mann. Nein. Wo gehört die hin? Ach da. Ryan, es tut mir leid. Ryan, komm mal hier, ich habe ein Geschenk für dich. Schau mal. Nein, nein, ich kann das nicht abbauen. Wenn das jetzt eine Mine ist, wirklich, ich liebe. Nein, das ist okay, die Statue der Freundschaft. Junge, warum klaut das jetzt Gambo? Ich weiß es nicht. Der haut ab einfach mit. Ja, okay, jetzt kannst du aber nicht mehr sagen, dass ich der Böse bin. Jetzt ist es Gambo. Ryan und ich sind Angelbros. Wir teilen alles. Wir sind keine Angelbros. Leg doch die Axt weg, Mann. Wir sind doch Bros. Warte, ich weiß genau, was. Wir brauchen jetzt ein Lied zur Versöhnung. Nein, ich will auch kein Lied. Das gibt einen Copyright-Strike. Ich will nur ein bisschen mehr Respekt hier auf dem Server. Anerkennung, okay? Ich respektiere mich gar nicht mehr. Hä, doch, klar. Wir sind Angelbros. Wir sind keine Angelbros. Das ist der Skyrim. Ryan ist on beat. Jeremy Soul hat da gekocht, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, jetzt macht er mich groß. Oh nein, wie unerwartet. Oh mein Gott, Ryan. Oh mein Gott. Was bist du denn für was? Eine Riesenkante, ey. Bin ich? Dann gib mir mal den Dias, Gambo. Aber wir sind Angelbros, Mann. Wir sind keine Angelbros. Auf mich zu verlangen. Ja, okay, dann hier. Ryan, willst du auch einer von unserem Mr. Club werden? Ist das, was dich stört? Was möchte ich? True, wir sind doch jetzt alle im gleichen Club, außer Ryan. Ja, das stimmt wirklich. Ein Club. Ich will Ryan, dass Ryan reinkommt, weil der ist mein Angelbro. Okay, Ryan, ich überlege mir eine coole Aufnahmeprüfe für dich, okay? Nein. Das Jump'n'Run in unter einer Minute schaffen, dann bist du drinnen. Das schafft mein Angelbro easy. Oh, ihr habt mich erinnert. Warte. Ich bin keine Angelbros. Livesplit. Ich hab mich. Nicht meine Angel. Livesplit. Aber wir sind Bros. Ryan, halt mal meine Angel. Denn wir sind Bros. Nein. Halt mal meine Angel, Junge. Ich muss kochen. Halt mal meine Angel. Ich muss mal meinen Köder rausholen. Ja. Ich dachte gerade, Gambo hat meine Sachen geklärt. Was? Welche Sachen? Du hast meinen Rucksack geklärt und zack. Nein, dann würde es das ja heißen, dass ich ihn einfach so mitnehmen würde. Oh Junge, ist die gerade geschimpft. Hey! Nein, das hängst du mir nicht an. Jetzt habe ich vollkommen den Faden verloren. Ja, wir wollten Fotos von mir machen. Ah, ja, true. Wir haben gerade einen Bilderrahmen gesucht bei dir. Ah, mein Gott, bist du schlau. Oder wir machen Fotos jetzt erstmal und ich mache dann davon eine Collage, verstehst du? Dass wir so auf ein Foto das machen. Das wäre eigentlich auch cool. Können wir machen. Und dann mit der Kraft des Post-Edits fügen wir die zusammen. Okay, wo machen wir Fotos? Das war Nahaufnahmen. Okay, warte. Das ist stark. Okay, eins haben wir schon mal. Nice. Warte, da habe ich, oh mein Gott, das, was ich eigentlich holen wollte, ist hier perfekt, glaube ich. Wie du nur Augen für ihn hast. Okay, so geh näher ran, wir machen so eine schöne Nahaufnahme. Ein bisschen höher, oder? Willst du noch in die Augen gucken? Oh ja, das ist stark. Okay, dann haben wir schon mal zwei. Okay, nice. Wie viele machen wir? Wie viele brauchen wir? Ich würde sagen, so mindestens 10 Stück, oder? So, schon mal Auto für das nächste. 10? Okay, das ist krass. So viel Outfit hab ich nicht, aber das kriegen wir hin. Ja, nicht hier unten, oder? Na, okay. Ja, ich schneide das ein bisschen aus. Ingo macht das postmäßig cool. Ich dachte, das können wir im Wald einfach hier machen. Oh ja, true. Stell dich ins Feld. Du bist so ein bisschen so naturmäßig. Oh, ich bin heißes Farmer-Girl. Leg dich doch ins Feld. Warum liegt da Weizen? Nicht. Wow. Nee, eher diese sexy Seitenpose, oder? Weiß nicht, ob ich die hab. Warte.
Ja, warte, die muss ich jetzt auswählen. Die habe ich. Ich habe die Kamera schon aufgestellt. Mann, weißt du, wie die Pose heißt? Laying. Depression. So? Oh mein Gott, ja, ja, ja. Ah, nee, der hier muss noch weg. Boah, das wird, glaube ich, das beste Bild vom ganzen Album. ist gut, sag mal. Ja, ja, das ist richtig gut. Hier, guck. Wow. 7 Stück fehlen noch. Ich mach ein Close-Up. Ich muss mal direkt ein Foto machen. Warte, ich nehme die ganze Haare. Warte, ich muss meine Brille aufsetzen, dann sehe ich cool aus. Mann, nee, wir sollten von oben, glaube ich, machen. Hast du noch ein bisschen Dirt? Ah. Damit ich mich hochbauen kann. Soll ich irgendwo hingucken, warte, was kann ich denn machen? So ein bisschen schräg nach oben. Ja, genau, so eine Pose und dann ein bisschen so. Ja, ja, so ein bisschen nachdenklich. Bisschen höher noch den Kopf, so. Ja, 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 noch ein Stück. 6 Stück noch. Vielleicht noch so bei der Arbeit oder. So für das, das Rebellen-Mindset, so vielleicht ein Stein, den du gerade auf Flo's Haus wirfst. Das können wir auch machen, aber noch eins hier mit der Krone. Ah, oh, der König. Ja. So, und dann, warte. Ja, das ist gut. Ja, kernsolide. Hälfte geschafft. Perfekt. Auf ins Geheimlabor! Auf ins Geheimlabor! Nimmst du nie die Bahn? Was, wir haben eine Bahn? Oh ja, komm mal zu meinem Keller. Ach, da habe ich mal Mr. X getroffen. Hier in den Keller. Also hier runter. Und dann nimmst du den Minecart. Und dann, ja, du musst es auf die Schiene setzen und dann fährst du einfach los. Ah, nice. Das ist relativ chillig. So reise ich eigentlich nur noch ins Labor. Und gleich ist dann eine Falle und ich bin tot. Hier stehe ich mit meiner Axt. Karte, bumm. Schon sind. Oh, da kann ich dir kurz noch was zeigen für den Jump'n'Run. Komm mal mit. Du machst den Jump'n'Run. Okay. Hier ganz normal. Den Klassik. Mhm. Mhm. Du machst den Jump'n'Run, neuer Tech. Du machst den Jump'n'Run. Und dann geht's wieder hoch. Oh. Okay, ohne Schub. Nee, das war safe ein Skelett oder sowas, die abgeschossen hat. Weiß ich nicht. Du machst also hier den Jump'n'Run so, ne? Mhm. Über das Säureloch. Auch ein bisschen, ich hab Jump Boost. Genau, wenn du es über das Säureloch geschafft hast. Über das Säureloch jetzt. Achievement? Ja, irgendwie wegen dieser Farm hier. Die produziert unendlich Cobblestone. Genau, dann kann man jetzt hier einfach runterlaufen. Au. Übel satisfying, ja, oder? Das stimmt, aber das Achievement fand ich krasser. War wie so eine Belohnung, so, yo, du hast es geschafft. Achievement. Na, dann gehen wir jetzt mal hier an die Arbeit. Wo willst du denn mal ein bisschen malochen? Hier drauf. Dass du die Statue bist? Okay. Ja, aber warte. Oh, kriege ich da einen guten Winkel drauf? Weil die anderen Statuen stehen jetzt natürlich total trashig. Ah. Dann müssen wir erstmal die Statuen fixen. Okay, wir können auch woanders, aber das ist ein gutes Outfit dafür. Wir könnten auch die Statuen. Ja, lass mal das Schild mitnehmen einfach. Stell dich irgendwo anders hin. Warte, wir bauen hier so ein anderes Feld auf. Warte mal, wir haben hier safe noch Blöcke. Hier. Mal so. Stell dich hier drauf. Dann das Schild. Oh, sorry. Nee, nimm mal lieber ein Schwert in die Hand. Halten. Da so. Ah, hier, oh, das ist stark. Oh, warte. So. Oh, ja. Noch beim Enchanten hier machen. An der Schmiede. Ja, hier neben meinem Boss. Ist das nicht ein bisschen strange, aber ja. Warte, wie ich mit dem diskutiere. Ja, dann musst du auch sehen, dass ich auch Freunde habe und so, weißt du? Einsamer, nicht so ein einsamer Typ bin. Okay. 3 Fotos noch. Okay. Wolltest du noch bei der Schmiede hier? Ja, da könntest die Axt spannen einfach. Hau da auf diesen. Stell dich hier vor die und hau auf den Trident drauf, der da noch drin liegt. Ah. Noch ein bisschen eindrehen, damit man den Hammer sieht und dann Kopf zur Seite. Ah, nee, so, ja. Ah, Kopf kann ich nicht zur Seite machen. Ah, ja, ist ja. Ist okay. 2 Fotos ich noch. Ich schiel halt. Oh ja, die ist gut nochmal. Oh ja, die ist gut. Jetzt brauchen wir nur noch eine einzige für die Collage. Okay. Los, wir fahren in die Stadt, machen das letzte Foto, wie du in Bens Bett liegst. Okay. Schnell, Ryan. Wer weiß, wie lange Ben noch vom Server ist. Seit wann hat Ben ein grünes Bett? Hä? War das nicht immer rot? Was? Eigentlich schon. So, nice. Wir haben's.
Jetzt muss Ingo in der Pause nur noch die Collage basteln. Junge, Logo, ich wach hier auf und das Erste, was ich heute Morgen sehe, ist die Collage, die du noch gemacht hast. Hast du die Nacht wieder durchgemacht? Minecraft, Freunde, halten fest zusammen. Sie sind Minecraft, Freunde, für ein Leben lang. Immer jederzeit bereit, Freunde für die Ewigkeit. Minecraft-Freunde lassen dich niemals allein.